Ja, ganz kurz nochmal, bevor das offizielle Video losgeht. Ihr habt es eventuell gerade schon gemerkt, also da war das Logo von Hijacked Mask. Wir beide haben uns ein bisschen connected, wir haben uns sofort gut verstanden. Viele Grüße gehen raus an dich, Bülent. Ja, checkt mal auf jeden Fall seine Instagram-Seite aus, Hijacked-Mask. Das im Hintergrund ist übrigens meine Maske. Ich freue mich sehr darauf. Wir machen nochmal ein eigenes Video dazu, dann, damit ihr auch wisst, okay, was sind das für Materialien und so weiter und so fort. Aber erstmal jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, moin. Also, heute ist der 20.01. Heute nehme ich euch mal mit, so ein bisschen durch meinen Tag. Ich arbeite erstmal eine Runde und danach geht's los. Ich besuche heute meinen Vater, der ist leider verstorben, aber hat heute Geburtstag tatsächlich. Und der ist in einem Friedwald. Ich mag das da sehr. Ist auf jeden Fall sehr idyllisch. Da fahren wir dann gemeinsam hin mit der Harley. Ja, von der Temperatur geht's eigentlich. Es sind 6 Grad, also locker weg. Vorher müssen wir das Ding natürlich noch waschen. Das sieht nämlich aus wie Sau. Von dem letzten Dreh mit der Drohne, ja, zusätzlich bauen wir das noch an, aber da gibt es genug Videos hier von dem Quadlock. Das muss ich euch nicht mehr antun. Dann werden wir uns gleich mal diese Thematik hier anschauen mit den Löchern. Das müssen wir noch alles ein bisschen verstecken, aber das werden wir dann im Nachhinein machen. Erstmal fahren wir jetzt los. Ich habe da so ein paar Aufkleber gekauft, da werde ich mal schauen, was da irgendwie passt. Ich weiß es noch nicht genau, mal sehen. Aber erstmal, wie gesagt, arbeite ich eine Runde und dann geht das weiter. So, jetzt sind wir auf einmal umgezogen hier, jetzt fertig mit der normalen Arbeit, sag ich mal, und da geht's jetzt direkt weiter. Ja, was natürlich klar war, leck mich doch, ey. Batterie wieder leer, das nervt so langsam bei dem Wetter. Das heißt, wir schließen die jetzt einmal an, lassen die jetzt 2 Stunden laden, ich hoffe, das reicht, denn wir haben ja heute noch ein bisschen was vor. Juti, jetzt lassen wir erstmal einmal die Batterie laden, ich wollte es eigentlich abkärchern, das ist mal der einfachste Weg. Jetzt werde ich aber schon mal ein bisschen Vorarbeit leisten und diese ganzen Spuren hier erstmal versuchen mit dem Schwamm alles wegzubekommen. Ich hoffe, das Ding springt gleich an. Mal sehen. So, jetzt gab es eine kleine Planänderung. Ich habe jetzt einmal diese Flächen hier gereinigt und habe jetzt mal diese Reflektoren aufgeklebt. Finde ich eigentlich ziemlich geil. Denke, das kommt cool rüber. So, der Aufkleber ist jetzt auch drauf. Der glänzt hier eigentlich viel mehr über die Kamera als sonst. In real life das tut. Ich habe nur ein Problem. Ich glaube, ich habe den ein bisschen schief drauf geknallt. Mal sehen, wenn gleich das Bike gerade steht, wie das aussieht. Naja, wenn, dann ist es halt auch nur ein Aufkleber, ne? Aber das passt jetzt erstmal. Wir lassen die Karre jetzt noch kurz laden, hoffen gleich, dass sie angeht. Dann fahren wir rüber in den Friedwald und dann bleibt auf jeden Fall dran. Da kommt gleich noch eine kleine Überraschung für euch. Joa, mein Sohn wollte nun doch mitkommen. Also haben wir das dann gemeinsam gemacht mit dem Auto. Ja, wie das so ist, Menschen sterben leider nun mal, aber es werden auch Kinder geboren und da möchte ich euch nicht weiter auf die Folter spannen. Wir haben uns dazu entschieden, es gemeinsam mit euch zu teilen und ja, genießt das Video und bis zum nächsten Mal. Viel Spaß. So, Prost! Ist natürlich alkoholfrei. Ist Mittwoch, ne?